Test, Test, Test. Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Kreativ. So, jetzt bauen wir gleich hier weiter. An den Chicken House hier. So soll es sein. Das war erstmal die erste Reihe. Ich mache noch eine zweite Reihe, habe ich entschlossen. Jetzt geht's. Oh, sieht etwas schneller. Nein. Da würde ich den Schein hin tun, aber naja. Das Beste ist, ich kann jetzt endlich wieder einzelne Folgen aufzunehmen, als ohne die Folgen zu schneiden, also kann man sagen, genau bei der Elgato-Knopf drücken. Weil bei mir hat mal kurz Zeit irgendwie rumgesponnen hier die Eckartung. Weiß aber nicht wieso. Aber jetzt geht's wieder. Nein. Das sieht irgendwie blöd aus. Hier so vielleicht, oder ich mach das hier weg, so ein Stein hin. So sieht's doch gut aus. Können wir so lassen. Da habe ich vielleicht eine Idee hier. Wo ist es? Ah ja. Machen wir jetzt Glas hin.
Eingang bauen wir vielleicht erst diese Folge ran hoch. So, wo bauen wir den Eingang hin? Das werden wir auf jeden Fall diese Folge noch schaffen. Der Baum muss natürlich weg. Was willst denn du? Was willst du? Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Geh schwimmen. Was hab ich schon gesagt? Geh schwimmen. Geh schwimmen! Du scheiß Knackenratte. Was ist denn das denn, ne? Dort bist du. Weg hier. So, ich wollte mal sagen, die Tür mal. Und du stirbst jetzt, sag ich gleich. Du nervst. Verpiss dich, verpiss dich. Verpiss dich, verpiss dich. Du auch. Zu hier. Dann nehmen wir uns. Oder warte mal, wie sieht das Glowstone hier eigentlich aus? Komisch aus. Neu. So, 100% keine Monster jetzt spawnen. Machen wir das eben jetzt so hier. So sieht's auch ganz gut aus. Natürlich, den Boden müssen wir noch auswechseln. Ich glaube, das werden wir jetzt anfangen, erstmal das wegzumachen. Nein, das komplett zu. Jetzt werden wir jetzt nochmal schnell die kleine Ecke mit füllen, dann ist die Folge auch leider schon wieder vorbei. Dann sehen wir uns wieder Dienstag, nächste Woche.
So, ich würde mal sagen, dass wir uns in der nächsten Folge von Minecraft sehen. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, was jetzt bald kommt. Und ciao.